Roxas? Ich weiß nicht, ob sie heute noch auftaucht. Ist sie wieder zusammengebrochen? Vielleicht. Sie... Was? Hast du noch nicht gehört? Sie wurde auf einer sehr wichtigen Mission aufgeschickt. Geschickt. Ziemlich cool, hm? Oh, wann kommt sie zurück? Nun, das hängt davon ab, wie gut sie ihren Job erledigt, oder? Ja, da hast du wohl recht. Verstehe jetzt langsam. Okay. Nein. Dann bin ich nicht derjenige, der ich vorher war. War nicht ich. Anscheinend hat sie was rausbekommen. Okay. Luftgrätsche, mit den Luftmanöver. Okay. Neuigkeiten. Geht klar. Die Halle der Versammlung. Schion ist weg. Dramatischer Moment also. Wie sieht's der denn? What? Was? Hey, Moment mal, weg? Du meinst, sie ist davon geflogen? Ach, grotesk. Warum würde sie ihren eigenen Untergang heraufbeschwören? Weil sie jetzt einfach kann. Im Gegenteil, ohne meine Erlaubnis wird niemand nach ihr suchen. Was? Warum nicht? Deine Freundin wird in Ruhe gelassen, oder möchtest du, dass wir sie bestrafen? Ich möchte, dass du sie zurückholst. Und warum sollte ich das? Alles wird enthüllt werden, wenn die richtige Zeit gekommen ist. Dann bleibt alles so, wie es ist, wenn die Zeit nicht kommt. Lord Zemnis hat gesprochen, gehorcht oder stirbt. Er kommt mir manchmal echt vor wie Hitler. Neuer Eintrag in Russes Tagebuch. Aber ich will mal wissen, was diese Luftgrätsche ist. Verbinden Sie das auch mit der Luftgrätsche? Müsste dann. Ach so. What the fuck? Okay, dann gibt es noch mehrere dazu. Ach ja, warte, die Tafel muss ich auch irgendwie. Die Stufendoppler meine ich. Wie soll ich das jetzt hinbekommen? Was müsste ich dann wegmachen? Kurz das hier weg und das hier weg. Und Stufendoppler. So, die Stufen, die ich noch nicht reingetan habe, sind hier. Die werden dann hier zusammengefügt. Müsste eigentlich wohl. Was habe ich da jetzt eigentlich rausgenommen? Blocken? Geht doch so. Jetzt brauche ich Platz für ein Schlüsselschwert. Welches hatte ich denn? Prestige? Hatte ich das Prestige-Mode? Naja, egal, wir gucken mal kurz beim Bericht nach. Ich habe heute nach der Arbeit mit Axel ein Eis gegessen, aber Shion ist nicht gekommen.
Axel sagte, sie sei auf einer wichtigen Mission, aber er hat mich nicht dabei, nicht angesehen. Ich habe mir die ganze Zeit Gedanken über Shion gemacht und mir fällt erst jetzt auf, dass auch Axel nicht mehr derselbe ist. Axel weiß was, Shion weiß was, nur Roxas bleibt im Dunkeln. Sei gegrüßt, wirf einen Blick auf meine Warenkuppe. Schmieden. Okay, aber erstmal ein Schlüsselschwert suchen. Ihr wollt mich doch alle verarschen, Mann. Was? Da fehlt mir nur wirklich so wenig. Vollring ab für plus 20 gegen alle Elemente. Ey, sowas braucht man doch immer. Ja. Lebensbarriere Boost. Was? Ach, hier. Was zur Hölle kommt jetzt hier? Hier sind ja ganz neue Sachen dabei. Okay. Blitzblock ist klar. Schnellerholung. Okay. Ich stehe auf Männchentafel. Ich habe einen mächtigen Gegenangriff. Mit einer Luftgrieche zur Seite zu stoßen. Warte mal. Dieses Phantom Plus habe ich noch nicht gehabt, oder? Scheiße, jetzt kann ich das nicht mehr machen. Okay, Tafeln. Steh auf Männchen. Wo war das Steh auf Männchen Teil? Stehaufmännchen war hier. Luftgrätsche mache ich später, aber ich muss erstmal für mein Schlüsselschwert was finden. Genügend Platz hier. Dann muss ich das hier wegmachen. Dafür Platz ist. Und Fähigkeiten. Energie. Und steigert Volltreffer von je nach Waffe. Wir mal sehen, wie das jetzt ist. Speichern ab. Sehen wir uns mal gleich an, was jetzt so passiert mit der Story. Und ich habe meinen Pegel bei Camtasia ein bisschen erhöht, weil im Kampf hört man nicht so sehr so gut meine Stimme. Wo könnte sie hin sein? Das ist ein Geheimnis. Schwing deinen Hintern auf die Mission. Okay. Nur Narren hören auf die Karten. Wir bestimmen unser Schicksal nur durch Taten. Hier für ein neues Tempo. Schmiede dieses Combo Tech Plus mit einem Diamant zusammen. Komm zu mir und zeig mir. Combo Tech. Okay. Mit einem Diamanten. Was kommt da raus denn? Hab ich das schon mal gemacht? Okay. Schmieden. Ach so, wenn man sich mit der Putzelbahntafel automatisches Ausweichen ist manchmal möglich. Danke, Digga. Ey, manchmal lohnt sich es echt, mit den Leuten hier zu reden. Wo ist das jetzt mit dem Autorolle? Ey, das lohnt sich echt, mit den Leuten zu reden. Da kriegt man echt so gute Abilities. Automatisches Rollen, okay. Du warst erfolgreich. Du hast meine Herausforderung gemeistert. Hier ist ein Preis. Silber, okay. Mein Kinderman ist ein wenig größer. Kommt mir ja auch so teilweise vor. Es sind eine neue Mission. Bleib konzentriert. Finde die Herzlosen. Smaragd-Serenade. Sammle Herzen. Okay. Besiege die herzlosen Agrabon und sammle Herzen. Nimm dich vor den Feuerpflanzen Nacht und Stahlrüstern Nacht. Töte die Stahlrüstern mit Eismagie. Okay. Dann sehen wir das mal an.
Gleiter. Dann habe ich das jetzt eine Verstärkung gefunden für den Gleiter? Anscheinend schon. Müsste dann sein. Aber naja, sehen wir mal. Das war das einzige Abzeichen, was man hier findet. Kann man da auch raus? Nee, keine Schwäche auf Magie oder so. Okay. Wartet. Okay, es geht weiter. Okay, jetzt geht's wieder. Bevor ich anfange. Ich habe mich gerade gewundert, warum er gerade so einen Zauber gemacht hat. Warte, erstmal diese komischen Viecher hier töten. Wie habe ich das wieder gewechselt? So war das doch. Okay. Fette Wampe, geh mal weg. Erstmal diese kleinen Mistgestalten umbringen. Die Masse. Wenn ich die umgebracht habe, geht es eigentlich mal weiter. Wechsel zum anderen Ziel. Okay, gut, dass du den angesiedelt hast. Also, was ich sagen wollte, ist, ja, das ist einige Zeit her. Ich habe hier nach 10 Minuten aufgehört, habe ich gesagt, kurze Pause. Diese Pause war irgendwie 2 Wochen lang. In der Zeit habe ich Professor Layton, Mario so aufgenommen mit den anderen, also Alex und so. Okay. Jetzt kann es losgehen. So ist das fein. Erstmal die ganzen Kaktusgeburten da. Oh, noch eine von den Kaktusgeburten. Ja, das ist richtig. Du bist erledigt. Wie viele gibt es noch von denen? Diesen? Seht ihr, Leute, das ist Kacke. Treffe ich den noch irgendwie? Das war gekonnt. Habe ich dieses Auto angesehen da drin? Öffnen. Oh, ist klar, dass ihr hier seid. Die ekligen Viecher. Ja, 2 sind tot. Aber ich erledige das mit diesem Bastard hier. Ja, komm mit deiner Wampe hierher. Komm her. Was war seine Schwäche? Eis? Oder Feuer? Ich weiß es nicht mehr. Komm. Eklige Mistgestalt. Vielleicht hilft der Bitzra. Sieht eher so aus, ob es ihn gar nicht treffen würde. Ja, lauf mal da hinten. Leck mich doch. Ja komm, mach einfach auf Platsche hier. Ach man. Ja, abhauen. Ja, wegen was Ekliges machen. Sag ich doch. So, so, so. Ja Leute, ich weiß, der Kampf ist langatmig. Was soll man machen? Es ist halt so ein Fettsack von einem Gegner. Ich glaube, in der Höhle warten noch mehr von denen. So lange her, dass ich es gespielt habe. Hat ja viel abgezogen. War das schwäche Eis von ihm? Ich weiß es nicht mehr. Wie hat das mich jetzt getroffen? Ja komm, den will ich jetzt umbringen. Ja, schön, dass du hier was machst. So, so. So, so, so.
Und nochmal, komm. Alles so schön war. Machen jetzt nochmal, komm. Ein Köpfchen hier. Okay, ich höre ja lieber auf. Sonst macht ihr einen Special Move. Vom Feinsten. Ich glaube, jetzt hat es geklingelt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht Alex. Über euch gerade. So, so, so. Ist klar. Ich frage mich jetzt. Ich kann das jetzt gerade nicht akzeptieren, was da gerade passiert ist. Okay. Okay. Okay, ja, alleine nur. Zum Glück. Ich hätte einen Ausraster bekommen, wenn noch die anderen Mistgeburten von Gegnern da wären. Aber jetzt habe ich ja genügend Magie. Ja, ich habe genügend Magie. Ich muss mal schön Köpfchen hier treffen. Du bist doch so ein Vollidiot, oder? Ey, wie hat das mich jetzt getroffen? Komm! Ach, leck mich doch. Stirb und Feuer, du Missgeburt. So. Seine fette Wampe ist so im Weg. Ich glaube, ich habe mir wirklich einen PS2-Controller für den Computer. Mediamarkt gibt es momentan beim Controller. Juhu! Nochmal bitte. So, den trifft er mich ja nicht in diesem Modus. Und nochmal, wenn es geht. So. Und ich lebe wieder. Vitra. Ich hätte das, glaube ich, nicht so oft einsetzen sollen. Oh, bist du schnell. Richtiger Schumi hier. Und weg mit dir. So wenig habe ich doch wieder noch bekommen. Ist klar. Kann ich da irgendwie durch? Kann ich jetzt schon ahnen, dass da noch irgendwie mehr ist. Ja, ich wusste es doch. Komm. Weg mit dir. Wie schon gesagt, ich will ja alles 100% haben. Ich habe schon 4 Schatz drin, geht klar. Und komm. Okay. Fehlen mir noch 4 Shots und ich glaube, die restlichen sind nicht hier. Warte, wenn die hier sind, heißt das, dass es noch eine von den großen ist. Hier. Oh, ich habe keinen Bock drauf. Warte, ich muss mal jetzt mal runter gucken. Bist du da? Fetti Bum Bum. Fetti Bum Bum ist wohl anscheinend nicht da. Aber erstmal die ganzen Großmaler töten. Die sind das größte Übel. Oh, eine Schatztruhe liegt da in der Mitte. Ich hoffe mal, das ist keine Fake-Schatztruhe. Aha! Hallo, kommst du mal irgendwie rauf? So. Okay, da war es der letzte von den Fettsäcken. Ey, manchmal verstehe ich diesen Typen halt nicht. Weg. Bitte komm nicht. Okay, komm. Ich will keine Magie bei denen hier verschwenden. Wenn jetzt nur ein Fetzer kommt, ja, warum heilst du die, wenn du noch verletzt bist?
wusste es doch. Und schon geht es wieder langsamer, weil so viele Gegner auf einmal sind. Ja, komm. So, so, so. Jetzt will ich mir so viel im Donner stellen. Langsam geht es wieder bergauf mit der Geschwindigkeit. Wieso? Jetzt will ich gerade verarschen, du Mistgeburt. Ey, komm jetzt, Mann! Was war das denn für eine Aktion von den Fetzern? So, so, so. Ja, ich will den hier anvisieren. Wie schon gesagt, großes Übel. Jetzt habe ich meine Ruhe. Die ist Tasche voll. Du bist doch ein Held, oder? Ah. So, so. Das hat er jetzt gekonnt ausgewichen, automatisch. Wieso kann ich jetzt... So, weil ich ja keine Magie mehr habe. Also stumm bin. Vita. Ich glaube bis. Oh, ich werde so viel Vita verbraucht haben. Ach komm, leck mich, du Arschloch. Ja, dreh dich im Kreis für mich, du Schlampe. Das war knapp. Ey, das auch, der ist automatisch ausgewichen. Was wird denn das eingestellt? Ja, vergessen. Wie ihr seht, 2 Wochen ist es her. Ja, komm. Sei so dämlich und geh mal zur Wand. Geh in die Ecke. Ich freue mich schon auf den Bosskampf. Es gibt, nein, nicht in diesem Level, aber es gibt einen Bosskampf, der eklig ist. Die Leute, die waren... Was? Ey, ich hab das jetzt nicht verstanden. Wieso hat er gerade die Düne angegriffen? Schau mal, das war jetzt kein Fehler. Aufhören. Ja. Ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. High Potions. Halleluja. Lange lebe die High Potions. Ich hab keinen Bock nochmal hier zu sterben. Hallo? Entscheid dich mal, was du machen willst. Weg mit dir. Eklige Missgeburt. Mann, oh Mann, oh Mann. 23 Minuten schon. Okay, 5 Schatzruhen habe ich. Die restlichen 3 sind da. Und guckt euch mal die Leiste unten an. Die sagt schon alles. Die sagt schon alles. Die äußeren Gegner schon getötet? Ich weiß es gar nicht. Die haben hier getötet, oder? Sehen wir die nicht eine... Ich sag's
sag einfach dazu mal nichts. Ich will in diesem Part nur in diesem Dungeon hier fertig bekommen. Ich sehe jetzt schon die Fetze gekommen. Oder den Fetzer. Oder die Feuerblume. Ach ja, die gab es ja auch hier. Okay. Und hier war noch eine Feuerblume, die gleich noch sterben wird. Ich könnte jetzt einfach zurückgehen, aber nee, ich mach's doch alles komplett. Und Kerl auf. Ja, ich weiß. Aber ich werde noch nicht zurückkehren. Pyrostein, ja, ja. Ablegen. Okay, das heißt, dass es hier noch ein Fetzer geben muss, wegen der Leiste da unten. Die geht langsam voran. Donnerstein ablegen. Eisrezept. Okay, da oben geht's weiter. Was zur Hölle bist du denn? Was für ein Luftmeister? Okay, das hat mich jetzt irgendwie nicht getroffen. Wundere mich teilweise, aber mir ist es egal. Schön geglitten. Ja, ha, nicht getroffen. Hey. Okay, da gibt's noch ein paar Feuerpflanzen dann. Okay, da habe ich die schwersten Gegner schon besiegt. Hallo, wie soll ich da hochkommen? Kann mir das eine mal verraten? Soll ich von hier aus führen oder was? Kann ich mich irgendwie verarschen? Wie zum Geil soll ich da hochkommen? Wollt mich doch jetzt gerade verarschen. Na gut. Dann muss ich das später machen. Die letzte Truhe ist auch noch da oben. Boah, ich hätte alles komplett machen können. Aber nee. Wo ist das verfickte Ding? Da bist du ja. Ja, zurück zum Schloss. Oh, das regt mich jetzt auf. Wieder mal kein Sound. Axel hätte wenigstens kommen können. Er ist da. Na, du weißt es noch nicht. Und damit haben wir auch diese Mission geschafft. Tag 257. Hohl. Wer ist hohl im Kopf? Na, ein Tag noch aus dem Tagebuch. Aber es geht im nächsten Part weiter.